Was gibt's hier? Da oben sieht so aus, als wäre eine Sackgasse, da gehe ich mal zuerst hin. Menschen. Schattenjungfer? Okay. Weiß jetzt noch nicht genau, was das ist. Meisterin der Schatten. Ein Infoliant. Kannst du haben. Jedes bisschen was hilft uns hier weiter. Kommt und kämpft! Ich frage mich, was hier in der Mitte ist, aber es kommt bestimmt noch. Schauen wir erstmal darauf. Hier ist wieder gar nichts, wie es aussieht. Weitere Belagerungsgolem. Die Viecher haben ganz schön viel, wenn es darum geht, auszuteilen und einzustecken. Ein Gesundheitsbrunnen. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mana-Brunnen ist auch noch gut. Auferstehungsstein nehmen wir mal hier. Oh, wow. Ja, und dann mal direkt ein paar Ultis rein. Lord Talendar. Wie sagt mir jetzt nichts der Name, muss ich mal gestehen. Ja. 10.000 Leben. Deswegen hält er so viel aus. Und ein weiteres Artefakt. Haben wir noch ein paar Sachen, die man verzichten könnte? Was ist das eigentlich? Oh ja. Okay. Das Ding ist besser als eine Krone der Könige. Deutlich besser. Dieses Portal scheint zurückzuführen. Hier gibt's aber nichts mehr, oder? Nö. Ja, dann gehen wir mal da rein und hoffen, dass wir wieder rauskommen. Yep.
Es ist so. Unsere Wege kreuzen sich. Ja, hat sich dieser Ausflug ja auch direkt gelohnt. Jagt sie raus. Ich habe und Kern ist auch schon langsam Richtung Level 12. Wird ja, wird ja. Jetzt schauen wir uns dieses Artefakt hier nochmal an. So. Was haben wir dann dafür weg? Erstmal die Blitzkugel, würde ich sagen. Was liegt vor mir? Was kann denn das Ding hier? Oh. Sehr, sehr brauchbar. Wir haben da jetzt quasi noch den Paladin Ultimate extra als Fähigkeit. Das wird ja immer besser hier. Hier unten müssen wir, glaube ich, hin, oder? Sind die auch schon wieder respawned da hinten? Diese Kugel können wir jetzt dann vor allem brauchen für das, was wir jetzt dann gleich machen müssen. Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann nur noch Artefakte. So, dann sind solche Items schon richtig schwach dann irgendwann im Vergleich. Wobei eine Krone der Könige nie schwach ist. Aber dann schauen wir mal weiter. Gezeitenwutbucht. Da die kombinierten Streitkräfte der Ogre und Taurin und Thralls Horde jetzt zusammenarbeiten, richten sich die Aufmerksamkeit auf die Neuansiedlung der Menschen in der Gezeitenwutbucht. Admiral Proudmoores Streitkräfte haben sich fest verschanzt und nur ein voller Angriff kann sie vom Ufer vertreiben. Als das erste Licht auf das Lager der Orks fällt, macht sich die Horde für den Kampf bereit. Sieht aus, als hätten wir eine kleine Schlacht vor uns. Das ist perfekt, Rexha. Lasst mich jetzt meinen Zauber vollenden. So, der Segen ist vollendet. Eines noch, Rexha. Ich möchte, dass ihr die Standarte in die Schlacht tragt. Hiermit ernenne ich euch zum Helden der Horde. Es ist mir eine Ehre, Kriegshäuptling. Ich werde die Standarte voller Stolz tragen. Loktar-Ogar! Eure Anstrengungen könnten sich als unser aller Rettung erweisen, Rexha. Die Ogre- und Taurensoldaten, die ihr beigebracht habt, könnten das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Proudmoores Truppen haben eine Festung nördlich von unserer Position eingerichtet. Unsere Späher melden, dass er seine gesamte Streitmacht für einen Angriff auf Durota mobilisiert hat. Kriegshäuptling, Admiral Proudmoores Streitmacht hat ihren Vormarsch begonnen. Sie werden jeden Moment hier sein. Lasst sie kommen! Sie werden die Macht der Horde zu Spuren bekommen. Rexha, ihr habt euch die Ehre verdient, das erste Blut zu vergießen. Ich halte hier die Stellung. Ihr aber sollt den Angriff auf Proudmoores Stützpunkt anführen. Mit Vergnügen. Also dann, Krieger, die Stunde des Sieges ist da. Kommt, ihr Tauren, erhebt euch, ihr Ogre. Heute seid ihr vereint mit der Horde. Loktar-Ogar. Wir dürfen also das First Blood machen. Oh, wir haben hier auch ein paar Krieger zur Verfügung, wie ich das sehe. Okay. Ja.
Die sammle ich erstmal hier zusammen. Die sind ja überall verteilt. Und wir dürfen ausbilden, was wir wollen, solange das nicht die Essenskosten übersteigt, die wir hier vorgegeben haben. Jetzt haben wir da hinten noch... Oh, nice. Okay, ich kann hier sogar Schiffe anheuern, um über See zu kommen, aber ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber ich kann Schamanen machen, das finde ich toll. Ich setze hier schon mal die Sammelpunkte über hier her, weil von hier aus werde ich Angriffe planen. Und dann haben wir auch einen Geisterhaus, das braucht man also gar nicht so dringend. Oh, und ein Taurentotum, das ist gut. Also dann. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, oder? Ja. Wir können noch sogar 5 frei. Komm, dann machen wir einen Tauren. Nochmal. So. Was haben wir hier noch drin? Eigentlich kann ich hier noch... Ich habe ja eigentlich... Kohle für. Ist wesentlich besser. So. Wie lange braucht ihr noch eine Frage? Ah ja, es sind sogar diesmal die 3-3 aufgewertet. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Oh, oh, da kommen sie ja. Auf der Pier. Falscher Knopf, das Ding wird ich machen. Bisschen durch die Reihen heilen. Kleine Außenposten, den machen wir lieber mal kaputt, bevor da irgendwas passiert. Mag Wachtürme nicht. Es sei denn, es sind meine eigenen. Ja, das war jetzt wieso nur ein kleiner Außenposten hier. Kaplan, die machen keine Priester, sondern Kaplane. Mhm. Die wollen also nicht so Mainstream sein. Bin voll Hipster. Ja, da unten steht ja auch noch ein Haus. Ich hab's gewusst, ich hab das Ding vergessen.